Innerhalb der britischen Streitkräfte gilt sie als die Beste der Besten. Von der Terrorabwehr im Scheinwerferlicht der Medien bis zu verdeckten Einsätzen. Diese Truppe hat nicht viele Niederlagen einstecken müssen. Gehen wir mehrere Generationen technischer Innovation zurück und sehen uns die Entwicklung dieser wahren Eliteeinheit an. Der SAS. Special Air Service, der SAS, ist die beste Spezialeinheit des Vereinigten Königreichs. Von Angriffen auf nordafrikanische Flugfelder im Zweiten Weltkrieg, über das Ablenken von Scud-Raketen im Irak bis zur Jagd auf Terroristen. Der SAS wird mittlerweile weltweit eingesetzt. Um seine Feinde aus der Nähe anzugreifen, ist der SAS-Soldat mit Blendgranaten, Browning- und Sig Sauer-Pistolen und MP5-Maschinenpistolen ausgerüstet. Und um hinter die feindlichen Linien vorzustoßen, verwendet er schwer bewaffnete Land Rover. Wer wagt, gewinnt, ist das Motto des SAS. Sehen wir uns den Familienstammbaum des SAS an. Und wie seine Kampfeinsätze, eine gründliche Ausbildung im Zimmerkampf und überragende Feuerkraft den Ruf dieser Truppe begründet haben als eine der gefürchtetsten Eliteeinheiten der Welt. Im 21. Jahrhundert verfügen die meisten Staaten über eigene Sondereinsatztruppen. Ihre Aufgaben reichen von Sabotageeinsätzen hinter feindlichen Linien über das Niederschlagen von Aufständen bis zu Geiselbefreiungen. Sie beinhalten Scharfschützen, Extremkletterer und Extremfahrer, Sanitäter, Meister der Kampfkunst und Sprengstoffspezialisten. Sie sind schlagkräftige Einheiten. Aber vor 50 Jahren gab es solche Sondereinsatztruppen noch nicht. Eine wahre Terrorwelle in den 60er und 70er Jahren hat das geändert. Und an vorderster Front der britische SAS. Der SAS sollte in den frühen 60ern Terror verhindern. Wir wussten lange vor München und der Roten Armee-Fraktion, dass wir eine Antiterror-Einheit brauchten. Die Olympischen Sommerspiele in München 1972. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September nimmt 11 Athleten der israelischen Mannschaft als Geiseln. Ein Versuch der unzulänglich ausgerüsteten deutschen Behörden, die Geiseln zu befreien, scheitert. Alle israelischen Sportler, ein deutscher Polizist und 5 Terroristen werden getötet. Die Katastrophe von München führte zur Aufstellung einer Antiterror-Einheit innerhalb des SAS, die im Falle terroristischer Angriffe ständig bereitsteht. Eine solche Truppe muss mit den besten Waffen ausgerüstet sein. Da ist zum einen eine nicht tödliche Waffe. Die Blendgranate macht Terroristen kampfunfähig, ohne die Geiseln zu gefährden. Die Blendgranate erzeugte laute Explosionen und wirklich helles Licht. In ihren Augen haben sie Strukturen, die Zapfen und Stäbchen heißen und Licht aufnehmen und verstärken. Und wenn das hier hochgeht, dann bringt es diese Zapfen und Stäbchen aus der Fassung. Durch das viele Licht wird man buchstäblich blind. Der Knall ist der akustische Anteil. Die Kombination aus beidem, der Blitz und der Knall, bringt die bösen Jungs völlig durcheinander. Mit einem blendenden Blitz von mehreren Millionen Candela Lichtstärke und einem betäubenden Knall von 180 Dezibel, so laut ist ein startender Jet, wird der Feind für entscheidende Sekunden verwirrt. Das kleine Gerät ist die Standardblendgranate der British Army. Wie bei allen Granaten drückt man den Hebel runter und zieht den Stift heraus.
Dann wirft man sie. ...1977 setzte der SAS Blendgranaten bei einem gefährlichen Einsatz ein. Wieder war Deutschland Ziel eines terroristischen Anschlags. Die Lufthansa-Maschine Landshut war von der Volksfront zur Befreiung Palästinas entführt worden. Die deutschen Behörden fürchteten ein zweites München. Ihre Sondereinsatztruppe, die GSG 9, bat die britische Regierung um Unterstützung. Der SAS schickte zwei Männer nach Mogadischu, wo die Maschine endlich gelandet war. Es waren Major Alistair Morrison und Sergeant Barry Davis. Ein Lufthansa-Flugzeug war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt worden. Voller Urlauber, darunter 11 Schönheitsköniginnen. Wir hatten den Plan, das Flugzeug über die Türen zu stürmen. Und zwar hinten und vorne. Denn dann gab es keinen drin. Während die GSG 9 ihren Angriff vorbereitete, trafen die Terroristen Vorkehrungen, die Maschine mit den Passagieren in die Luft zu sprengen. Sie machten die Sprengladungen scharf. Die Passagiere hatten sie mit Strumpfhosen und Krawatten an Händen und Füßen gefesselt und mit Duty-Free-Alkohol übergossen, damit sie schneller brennen. Das taten sie auch mit kleinen Kindern. Der Anführer der Terroristen, Mathieu Mahmoud, beschuldigte den Piloten, mit den Behörden Kontakt gehabt zu haben. Die Situation eskalierte. Mahmoud sagte, du hast Informationen weitergegeben. Die wissen, wer wir sind. Ja, gab er zu. Mahmoud ließ ihn im Gang niederknien und schoss ihn in den Kopf. Jetzt konnten die Verantwortlichen nicht länger warten. Die GSG 9 und der SAS erhielten grünes Licht, die Maschine zu stürmen. Alistair und ich warfen Blendgranaten. Ich warf eine auf das Cockpit und eine auf das Dach der Maschine. Sie gingen mit einem höllischen Knall los. Das Krachen und die gleißenden Blitze verwirrten die Terroristen für ein paar wichtige Sekunden. Ich drehte mich um und sah, dass die hintere Steuerbordtür offen war und eine Terroristin darin stand. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit einem roten Che Guevara-Logo und jemand schoss auf sie. Sie wurde zurück in die Toilette geschleudert. Der Schütze ging rein und man hörte weitere Schüsse. Wie sich herausstellte, trugen sie alle ihre Uniform, das schwarze T-Shirt mit Che Guevara. Was sie zu einfachen Zielen machte. Nach etwa 3 Minuten begann man, die Passagiere nach draußen zu lotsen. Ich half die Geiseln ans Heck der Maschine zu führen, wo die Krankenwagen standen. Alle 86 Geiseln wurden gerettet. Ein Erfolg, den viele auch den Blendgranaten zuschreiben. Es war das erste Mal, dass Blendgranaten eingesetzt wurden und sie funktionierten perfekt. Die Bedrohungen durch Krieg und Terror verändern sich und mit ihnen auch die Rolle des SAS. Aber eine Konstante bleibt, die Notwendigkeit, auf feindlichem Terrain zu operieren. Schnell und heimlich in ein Gebiet eindringen und dort unter widrigen Umständen kämpfen und überleben. Darin ist der SAS ein Meister. Es ist eine gefährliche Arbeit, bei der sich Aufklärungseinheiten tagelang, wenn nicht wochenlang, versteckt halten müssen. Das ganze Konzept des SAS beruht darauf, hinter feindlichen Linien zu operieren. Je weiter hinter den feindlichen Linien, desto besser. Denn die Leute erwarten einen dort nicht. Indem er schnell und überraschend angreift, kann der SAS ein Maximum an Zerstörung verursachen, mit einem Minimum an Männern. Es ist eine Taktik, die der Gründer des SAS entwickelt hat, Lieutenant Colonel David Stirling. Der Zweite Weltkrieg. Stirling und die British Army sind Rommels Afrika-Korps auf den Fersen. Beide Seiten wissen, dass die Lufthoheit über der Wüste für den Ausgang der Schlacht entscheidend ist. Stirling muss die Luftwaffe außer Gefecht setzen. Er setzt auf kleine 4-Mann-Teams in Jeeps, die mit großkalibrigen Waffen ausgerüstet sind. Ihr Auftrag? Die deutschen Luftstützpunkte anzugreifen.
Verstreute Ziele aus der Luft zu bombardieren, war im Zweiten Weltkrieg eine Auf-Gut-Glück-Aktion. Einer der Gründe, weshalb der SAS aufgestellt wurde, war, die deutschen Flugplätze anzugreifen. Am Boden hinzufahren und sie zusammenzuschießen, war eine tolle Idee. Und sie machten das sehr gut. Das Fahrzeug, das der SAS für diese Einsätze auswählte, war der legendäre Willys Jeep. Klein, schnell und zuverlässig hatte er den amerikanischen Streitkräften gut gedient. Der SAS hat dieses Fahrzeug für den Einsatz in der Wüste modifiziert. Sie haben hier vorne und auf der anderen Seite Lafetten für zwei Maschinengewehre angebracht. Und etwa auf dieser Höhe und auf der anderen Seite waren ebenfalls Lafetten für Maschinengewehre. Und in der Mitte hatten sie noch eine große Lafette für ein Kaliber 50 Maschinengewehr. Das war viel Feuerkraft, um die deutschen Flugplätze anzugreifen. Mit den schwer bewaffneten Jeeps fuhren die SAS-Teams zu den deutschen Flugfeldern, auf denen die feindlichen Kampfflugzeuge abgestellt waren. Sie griffen direkt an. Sie fuhren mit ihren Jeeps in V-Formation die Rollbahn hinunter und schossen mit ihren Vickers K. Das Vickers K-Maschinengewehr wurde vor allem als Bordwaffe für britische Kampfflugzeuge entwickelt. Mit etwa 1000 Schuss pro Minute war seine Feuerkraft groß genug, um Flugzeuge abzuschießen. Aber um Bodenziele gründlich zu zerstören, musste die verwendete Munition modifiziert werden. Tragflächen und Rumpf zu durchlöchern genügte nicht. Die deutschen Flugzeuge sollten nie wieder starten können. Bleiprojektile können Löcher in ein Flugzeug schlagen. Aber sie verwendeten sogenannte Buckingham-Patronen, die im Ersten Weltkrieg entwickelt wurden, um Luftschiffe abzuschießen. Es waren explosive Geschosse. Erfunden hat sie der britische Autokonstrukteur J.F. Buckingham. Die Patrone enthielt einen Phosphorbrandsatz, der durch ein kleines Loch entweichen konnte und sich im Kontakt mit der Luft entzündete. Mit dieser explosiven Munition konnte der SAS der Luftwaffe schweren Schaden zufügen. Die SAS packte einen Jeep, die Vickers K, mit Buckingham-Munition und gut ausgebildete Soldaten zusammen und griff damit die deutsche Luftwaffe in Nordafrika sehr wirkungsvoll an. Der SAS zerstörte am Boden mehr Flugzeuge als die Air Force in der Luft. Tatsächlich zerstörte der SAS über 200 deutsche Kampfflugzeuge und damit auch Rommels Traum von der deutschen Luftüberlegenheit. Den ganzen Zweiten Weltkrieg übersetzte der SAS auf den Willys Jeep, um schnell und flexibel anzugreifen. Doch danach stieg er bald auf ein neu entwickeltes Fahrzeug um, den britischen Land Rover. Der Land Rover ist zwar schwerer und weniger wendig als der Willys Jeep, aber auch robuster. Und er kann mehr Nutzlast mit sich führen. Land Rover baut ein sehr gutes Vierradantriebfahrzeug. Es ist sehr zuverlässig und gut zu reparieren. Deshalb mag es der SAS. Wir packen ihn voll mit Benzin und Munition und fahren los. Und er läuft. Ein guter Wagen. Die Elektrik ist nicht gut und er verliert Öl. Aber ansonsten ist es ein toller Wagen. 1968 passte der SAS den Land Rover für Wüsteneinsätze an. In vier Tanks konnten über 400 Liter Treibstoff mitgeführt werden. Dazu kamen robustere Fahrgestelle und Federungen sowie Sandreifen. Um Gewicht zu sparen, wurden die Türen und Windschutzscheiben entfernt. Und die Wagen bekamen einen ungewöhnlichen Anstrich. Pink Panther ist ein toller Spitzname für diesen modifizierten Land Rover. Seine pinke Tarnfarbe ist in der Wüste sehr wirksam. Pink absorbiert Licht und nachts ist dieses pinke Fahrzeug unsichtbar. Die Farbe heißt Mountbatten Pink. Die pinke Tarnfarbe wurde im Zweiten Weltkrieg für britische Kriegsschiffe entwickelt. Admiral Louis Mountbatten mischte Mittelgrau und venezianisch Rot zu Mountbatten Pink.
Er war davon überzeugt, dass sie seine Zerstörer effektiv tarnt. Das Problem war, dass die Seeleute nicht auf pinken Schiffen fahren wollten. Und deshalb gaben sie es auf. Aber nachts ist es eine sehr gute Tarnfarbe. Beim SAS scheint der Pink Panther die Männlichkeit nicht in Frage zu stellen. Die Truppe setzt den Land Rover auch heute noch in Wüstenkriegszonen ein, wie in Afghanistan. 1980 betrat ein sechsköpfiges irakisches Terrorkommando die iranische Botschaft in London. Die Männer, die sich Democratic Revolutionary Movement for the Liberation of Arabistan nannten, nahmen 26 Geiseln und verlangten die Freilassung von 91 Gesinnungsgenossen in iranischen Gefängnissen. Der SAS wurde sofort nach London gerufen. Der Codename der Mission war Operation Nimrod. Die Operationsbasis war das Gebäude neben der Botschaft, Princess Gate Nr. 14. Mit im Team war SAS-Soldat Pete Winner. Von der Nummer 14 aus konnten wir die Botschaft mit technischen Mitteln überwachen. Mit Abhörgeräten und Lichtleitfasern. Und das ganze Gebäude war bald verwanzt. Überwachung ist ein wichtiger Teil eines jeden SAS-Einsatzes. Stunden, Tage, manchmal wochenlang wird der Feind beobachtet und abgehört. Unter der Ausrüstung, die in der Botschaft zum Einsatz kam, waren auch Minikameras, die durch ein Loch in der Wand geschoben wurden. Damit die Terroristen nichts hörten, wurden Flüge vom Heathrow Airport umgelenkt. Der Fluglärm überdeckte, was am Boden vor sich ging. Die SAS-Soldaten machten sich mit den Plänen der Botschaft vertraut. Sie mussten jedes Zimmer kennen, jedes Fenster, jede Tür. Die Abmessungen der Räume wurden aus den Plänen ermittelt und mit weißem Klebeband auf den Boden übertragen. Der Kommandant gibt den Befehl. Du betrittst einen Raum und schaust dich um. So bekommst du eine Vorstellung davon, wo alle sind und was passiert, und zwar in Zeitlupe, wie im Spiel. Sie sind den Plan immer wieder durchgegangen, bis ihn alle verinnerlicht hatten. Nicht nur ihre Aufgabe, sondern die Aufgaben aller. The sixth day of the siege, and the situation inside the embassy had deteriorated rapidly. Die Terroristen, vor allem ihr Anführer Salim, wurden nervös. Wir hatten das Gefühl, dass die Situation zu entgleisen drohte. Und das tat sie auch. Wir hörten einen Schuss und Salim teilte uns mit, dass er eine Geisel getötet hatte. Margaret Thatcher reagierte sofort und gab dem SAS grünes Licht, die Botschaft zu stürmen. Da war er, der Befehl reinzugehen. Die Teams legten ihre Anzüge, Stiefel und schusssicheren Westen an und überprüften ihre Waffen. Entscheidend für den Erfolg der Aktion würde es sein, wie die Truppe in das Gebäude gelangt. Dieser Eintritt musste schnell und überraschend erfolgen. Und der SAS hatte dafür die geeignete Methode. Das ist eine neue Rahmenladung, die im Grunde aus gepresstem Papier besteht, sodass der Soldat in der Nähe bleiben kann. Man lehnt sie an die Wand und stützt sie ab. Auch die Stütze ist aus Papier. Die Explosion ist vor allem nach vorn gerichtet. Der Soldat kann in 2 Meter Entfernung stehen bleiben, wenn die Ladung hochgeht. Mai 1980, 19 Uhr. Die Rahmenladungen waren am Botschaftsgebäude angebracht. Die Männer des SAS hatten ihre Positionen eingenommen. Wir bekamen das Codewort London Bridge um 19.25 Uhr, was bedeutete, dass es losging. Jetzt würde sich zeigen, ob die Aktion richtig geplant und genügend vorbereitet war. Die Männer seilten sich ab. Die Rahmenladungen sprengten die Fenster raus und sie gingen rein.
Manche von uns sagen, dass SAS für Speed, Aggression and Surprise steht. Und bei der Belagerung der Botschaft gingen wir genauso vor. Schnelligkeit, Aggressivität und Überraschung. Die Rahmenladungen hatten den SAS-Soldaten den Weg freigesprengt. Gleich würden sie gegen die Terroristen kämpfen müssen. Die Waffe, die der SAS für solche Einsätze bevorzugt, ist die deutsche MP5-Maschinenpistole. 1964 von Heckler und Koch entwickelt, wird sie von den meisten Sondereinsatztruppen verwendet. Die MP5 ist eine sehr gute Waffe für Geiselbefreiungen, weil sie aufschießend ist, im Gegensatz zu vielen anderen zuschießenden Maschinenpistolen. Bei den zuschießenden ist der Verschluss so geöffnet, und wenn man sie dann abfeuert, schließt sich der Verschluss und die Waffe ruckt. Diese hier dagegen feuert mit geschlossenem Verschluss und sehr ruhig. Sie ist klein, mit einer hohen Schussrate. Ein Rückstoß ist kaum vorhanden. Man kann damit gut automatisch feuern. Schnelle 5 Schusssalven. Und genau das will man haben. Denn damit muss man Menschen töten. Larry Vickers hat die MP5 in seiner Zeit bei den US Special Forces kennen und schätzen gelernt. Wie man sieht, sind die Kopfschüsse sehr genau platziert. Und auch diese Körperschüsse. Es sind alles kurze Salven, liegen in einem handflächengroßen Bereich. Eine extrem präzise und gut kontrollierbare Waffe. Und deshalb benutzen sie Einheiten wie der SAS. Da in den 1980er Jahren der Terrorismus zunehmend an Boden gewann, bereiteten sich auf der ganzen Welt Sondereinsatztruppen auf das Schlimmste vor. In Großbritannien war der SAS davon überzeugt, dass die Truppe ihre Waffen brauchen würde. Die MP5 ist handlich und gut zu kontrollieren und in ihrer kurzen Version, der MP5K, klein genug, um sie zu verstecken. Ich habe hier zwei Heckler & Koch MP5 Maschinenpistolen. Das ist das Standard und das hier ist das K-Modell, wobei K für kurz steht. Wie Sie sehen, ist sie sehr kompakt und gut zu verstecken. Sie passt unter einen Mantel oder in eine Aktenmappe. Und wenn man sie rauszieht, ist das eine unangenehme Überraschung für einen Terroristen. Auf 4 Meter hat die MP5K eine verheerende Wirkung auf eine Wassermelone. Man kann sich vorstellen, was sie bei einem Menschen anrichtet. Die MP5 und ihre Varianten gehören zu den wichtigsten Waffen im Kampf gegen den Terrorismus. So auch bei der Erstürmung der iranischen Botschaft in London. Die SAS-Soldaten wussten, jeder Fehler könnte unschuldige Geiseln das Leben kosten. Als wir im Gebäude waren, wusste ich, dass die Terroristen keine Chance hatten. Der Lärm war fürchterlich. Von überall kamen Schüsse. Gas wirbelte herum und man hörte Schreien und Rufen. Wie in einem Irrenhaus. Jemand stand auf der Treppe, zog sich die Gasmaske beiseite und rief: Macht euch bereit, die Geiseln kommen. Und derselbe Mann rief: Der da ist ein Terrorist, passt auf, der ist ein Terrorist. Und als ich auf seiner Höhe war, sah ich eine Granate. Nur einen kurzen Augenblick. Ich dachte: Himmel, der hat eine Granate in der Hand. Ich konnte nicht auf ihn schießen. Auf kurze Entfernung durchschlägt die MP5 einen menschlichen Körper. Aber ich wusste, dass ich etwas tun, dass ich ihn außer Gefecht setzen musste. Also schlug ich ihn mit dem Kolben. Er rollte die Stufen hinunter und alle schossen.
Fünf der sechs Terroristen starben durch Kugeln der SAS-Soldaten. Vorher hatten sie noch eine weitere Geisel erschossen und zwei verletzt. Eine Spezialeinheit, die in ein Gebäude mit bewaffneten Terroristen eindringt, muss diese töten. Die Gefahr, dass die Terroristen die Geiseln töten, ist einfach zu groß. Eine der ersten, die dem SAS für ihren Einsatz dankte, war Premierministerin Margaret Thatcher. Maggie fegte rein wie Cäsar in den Senat und sagte: Gentlemen, nichts ist süßer als der Erfolg. Und sie hatten Erfolg. Wir forderten sie auf, mit uns anzustoßen, und genau das hat sie getan. Sie ging rum, stellte uns Fragen und trank eine Dose Lager. Sie war so interessant, sie war wunderbar. Weltweit wurde dieser Erfolg allerdings auch kritisch gesehen. Schließlich gab es mehrere Tote. Wer einer Eliteeinheit beitreten möchte, muss körperlich und mental bis an seine Grenzen gehen. Die Ausbildung ist brutal. Der SAS wählt seine Soldaten aus verschiedenen Bereichen der British Army aus. Den Pionieren, den Fallschirmjägern, den Fernmeldern. Sie alle müssen sich dem rigorosen Auswahlverfahren unterwerfen. Das Auswahlverfahren dauert etwa 7 Monate. Und in der Regel nehmen nie mehr als 200 Mann daran teil. Im ersten Monat geht es nur um die körperliche Ausdauer. Für die meisten Soldaten ist dieser Monat eine extreme Quälerei, ein Kampf ums Überleben. Wir haben eine Durchfallquote von 97%. Manche geben schon nach ein paar Wochen auf, manche sterben auch. Fast jedes Jahr gibt es bei der Ausbildung Tote. Die Ursachen für diese Todesfälle sind extreme Erschöpfung, Unfälle und das Beharren des SAS, während der Ausbildung scharfe Munition zu verwenden. Unsere Übungen müssen realistisch sein, ansonsten wären sie sinnlos. Eliteeinheiten benötigen Soldaten, die nicht in Panik geraten, wenn sie angegriffen werden, die auch in Extremsituationen überlegt reagieren. Dazu werden die Rekruten umfassend an Feuerwaffen ausgebildet, bis sie selbst zu Waffen werden. Die Ausbildung ist das Wichtigste für den Soldaten und wird zu einem Teil seines Lebens. Wenn ich heute eine Waffe in die Hand nehme, ist es, als hätte ich sie nie weggelegt. Für den Kampf auf kurze Distanzen braucht ein Soldat handliche und zuverlässige Waffen. In den Anfängen des SAS war das die Browning HP. Diese Pistole ist ein halbautomatischer 9mm Rückstoßlader. Manchmal wird sie Browning High Power genannt, Hochleistungs-Browning. Sie hat eine sehr hohe Magazinkapazität. Weil sie mit 9mm schießt, ist der Rückstoß gering. Man kann sie also sehr leicht auf das Ziel gerichtet halten. Trotz des Namens High Power hat die Waffe ihre Grenzen. Den 9mm Patronen fehlt es an Durchschlagskraft. Die SAS-Soldaten kompensierten das, indem sie sich nicht auf einen Schuss beschränkten. Eines der Probleme bei der Browning ist ihr leichtes 9mm Kaliber. In der Ausbildung brachte man uns deshalb den sogenannten Double Tap bei. Statt einmal feuerten wir zweimal. Wenn Sie den SAS mit der Browning feuern hören, ist es immer... Man schießt zweimal in sehr kurzem Abstand. Die Theorie ist, dass zwei nahe beieinander liegende Einschüsse in einem Körper den doppelten Schaden anrichten. Um seinen Gegner möglichst schnell zu Boden zu bringen, zielt der SAS-Soldat bevorzugt auf den Kopf. Wir übten Schüsse in den Kopf, die garantiert tödlich sind. Wir mussten sicherstellen, dass sie sofort zu Boden gingen. Unter keinen Umständen sollten sie noch reagieren können. Also immer Kopfschüsse. Die Browning HP wurde bereits 1922 entwickelt und ab 1935 produziert. Trotz aller Zuverlässigkeit wurde es Zeit für eine modernere Pistole. In den 1980er Jahren brachte der deutsche Waffenproduzent Sig Sauer die P226 heraus. Sie wurde von mehreren Streitkräften und Polizeiformationen übernommen, auch vom SAS. Von der ganz in Stahl gefertigten Browning sticht die Sig durch ihre leichtere Metalllegierung ab,
die beidseitige manuelle Sicherung und eine Magazinkapazität von 15 Patronen statt 13 bei der Browning. Das ist die SIG P226 9mm Dienstpistole. Sie hat die Browning HP beim britischen SAS ersetzt. Das Magazin fasst 15 9mm Patronen. Man lädt es genauso wie bei der Browning. Diese SIG ist mit Lasergriffschalen ausgerüstet. Sie erzeugen auf der rechten Seite einen roten Laserstrahl, den man über Knöpfe auf beiden Seiten aktiviert. Damit kann man auch nachts oder in Bewegung sehr genau schießen. So etwas gab es noch nicht, als die Browning HP in Dienst gestellt wurde. Vergleichen wir jetzt die SIG und die Browning in einem Test. Wegen ihrem schlechteren Visier und dem schwereren Abzug habe ich mit der Browning deutlich schlechter getroffen als du. Bei mir liegen die Einschüsse ganz nahe beieinander. Man versteht, warum der SAS zur SIG gewechselt hat. Die Wichtigkeit, die der SAS seinen Handfeuerwaffen zumisst, erklärt sich aus der Art seiner Einsätze. Die Soldaten kämpfen oft auf geringe Entfernung in unübersichtlichen Situationen. Und das müssen sie in einer möglichst realistischen Umgebung trainieren. Für den Zimmerkampf steht ihnen ein ganzes Gebäude zur Verfügung. Sie nennen es Killing House. Der SAS hat als erster ein sogenanntes Killing House eingerichtet, in dem Geiselrettungen trainiert werden. Wenn sie einen Raum betreten, müssen die Soldaten sofort die Gefahren erkennen, die Situation einschätzen und die Bedrohung niederschlagen. Das Killing House verfügt über 2 Stockwerke mit je 4 Zimmern. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein ganz normales Haus mit Türen, Stühlen, Tischen und Bildern. Aber das ist nicht alles. Gummimatten an den Wänden fangen Projektile auf. Abluftventilatoren saugen den Rauch ab. Videokameras dokumentieren das Geschehen. Und an jeder Ecke lauert ein Feind. Das Killing House wurde eigens zu diesem Zweck errichtet, mit 6 verschieden großen Räumen. Man kann darin üben, wie man eine Belagerung bricht, den Zimmerkampf, wie wir das nennen, und alle Arten von Schießen, MP5er, Pistolen. Durch das Killing House stürmen und auf Terroristen schießen, das üben die SAS-Soldaten immer wieder. Aktionen wie die Stürmung der iranischen Botschaft gelingen nur, weil man als Antiterroreinheit jeden Tag der Woche im Killing House trainiert. Alles muss völlig automatisch ablaufen. Wir üben Kopfschüsse auf 5 Meter bei sich bewegenden Zielen, während wir uns bewegen mit Hindernissen und mit Menschen, die wir nicht töten wollen. Es erfüllt seinen Zweck. Bei den Übungen im Killing House haben schon verschiedene VIPs die Rolle von Geiseln übernommen. Auch dabei ist scharfe Munition verwendet worden. Prinz Charles, Prinzessin Diana. Prinz Charles und Prinzessin Diana sitzen in einem völlig dunklen Raum, etwas abgeschirmt in der Ecke. Und ein Team von 4 Männern kommt urplötzlich rein, wirft Blendgranaten, schießt auf die Ziele nur Zentimeter hinter ihnen, trifft die Ziele, schnappt sich die VIPs und bringt sie aus dem Zimmer. Wir boten diese Demonstrationen an und viele aus dem Kabinett kamen. Sie wollten sehen, was sie für ihr Geld bekommen. Als Premierministerin Margaret Thatcher ins Killing House kam, machte sie ihrem Spitznamen Eiserne Lady alle Ehre. Sie wollte die Geisel spielen. Sie saß am Tisch und legte ihre Handtasche darauf. 2 ihrer Mitarbeiter waren dabei, einer hieß George. Sie sagte, George, setzen Sie sich. Dann fingen wir mit der Aktion an.
George warf sich auf den Boden, aber Thatcher saß ruhig da. Steh auf, George, sagte sie, du blamierst mich. In einem Killinghouse trainieren heute die meisten Spezialeinheiten. Das Geheimnis solcher Truppen liegt in umfassender Ausbildung, akribischer Vorbereitung und chirurgisch exakter Ausführung. Ein Großteil der Einsätze gelingt. Aber wenn das einmal nicht so ist, müssen die Soldaten wissen, wie sie entkommen können. Und wenn sie gefangen werden, wie sie eventuelle Folter überstehen. Der SAS hält sich generell bedeckt. Aktive Mitglieder dürfen nicht über ihre Arbeit sprechen. Und ehemalige Mitglieder wollen in der Regel anonym bleiben. Beim SAS gewesen zu sein, prägt einen für den Rest seines Lebens. Ein Einsatz des SAS illustriert die Gefahren, denen die Soldaten ausgesetzt werden, und die Grenzen, die ihnen gesetzt sind. 1991, Operation Desert Storm. Eine SAS-Patrouille wurde weit hinter den irakischen Linien abgesetzt. Ihr Auftrag? Verhindern, dass GAT-Raketen auf Israel abgefeuert werden. Im ersten Golfkrieg habe ich eine 8-Mann-Fußpatrouille geführt. Unser Rufname war Bravo 2-0. Wir sollten ein Glasfaserkabel finden und zerstören, über das Bagdad Informationen an die SCAT-Teams schickte, die in der westlichen Wüste auf Israel feuerten. Die Patrouille wurde entdeckt und der Einsatz abgebrochen. Die SAS-Soldaten mussten fliehen. Als sie beschossen wurden, erwiderten sie das Feuer. Es ist nicht wie im Film, wo alle immer gleich angreifen. Wir wollten diese starke Feuerkraft niederschlagen. Nicht, um möglichst viele zu töten. Wir wollten sie verwirren und dann wegkommen. Für weit entfernte Ziele ist der SAS mit dem M240 Universalmaschinengewehr ausgerüstet. Da diese Waffe aber für Fußpatrouillen zu schwer ist, kam in den 1980er Jahren noch ein leichtes Maschinengewehr dazu, das Minimi oder Saw. Das ist das 5,56 mm Minimi oder M249. Damit kann man die Köpfe seiner Gegner effektiv unten halten. Zwei Merkmale machen diese Waffe für Dauerfeuer tauglich. Die Patronen können über einen Gurt oder ein 200-Schuss-Magazin zugeführt werden. Und wenn beim Feuern der Lauf heiß wird, kann man ihn sehr schnell auswechseln und so die Schussrate aufrechterhalten. SAW ist die Abkürzung von Automatic Squad Weapon, automatische Gruppenwaffe, aber es heißt auch Sägen. Ich werde jetzt mit dem SAW etwas auseinandersägen. Glatt durch. Mit der Feuerkraft des SAW sichert sich der SAS auch seinen Rückzug. Wenn es darum geht, schießend abzuhauen, ist das die richtige Waffe. Denn wenn einem dabei die Munition ausgeht, ist man tot. Du schießt also auf sie und verdrückst dich. Wir gingen Richtung Nordwesten zur Grenze. Nachdem sie sich mehrmals erfolgreich den Weg freigekämpft hatten, wurde die Gruppe getrennt. Allein und erschöpft schaffte es McNabb fast bis ins rettende Syrien. Kurz vor der Grenze wurde er von irakischen Truppen gefangen genommen. McNabb wurde nach Bagdad geschafft und wie ein Spion behandelt. Bei den Verhören wurde er geschlagen und erniedrigt. Manchmal taten sie das einfach aus Frust. Einmal musste ich meinen Kot essen und wie Michael Jackson tanzen. Aber genau auf solche Torturen werden die SAS-Soldaten vorbereitet. In seiner Ausbildung ist McNabb mit Menschen zusammengekommen, die lange Zeit als Geiseln gehalten wurden. Ihre Erfahrungen sollten ihm helfen, so etwas zu überstehen.
Es hat mir sicher geholfen, mir Ihre Erfahrungen anzuhören. Vor allem die eines amerikanischen Marinepiloten, der in Vietnam gefangen genommen wurde und 6 Jahre in Einzelhaft saß. Jeder wichtige Knochen wurde ihm in der Folter gebrochen. Ohne medizinische Hilfe. Er musste sich selbst versorgen. Und er hat es überlebt. Hinter was Sie her sind, sagte er, steckt in deinem Kopf. Kümmere dich nicht um deinen Körper. Darüber hast du keine Kontrolle. Du kannst versuchen, die Verletzungen zu vermindern. Aber vor allem musst du deinen Geist unversehrt erhalten. Nach 6 langen Wochen Folter und Verhör, in denen McNabb Zähne ausgeschlagen und Knochen gebrochen wurden, stimmte Saddam Hussein zu, die SAS-Gefangenen nicht mehr wie Spione, sondern wie Kriegsgefangene zu behandeln. Sollten die Qualen bald ein Ende haben? Bei der Entlassung, bevor wir ans Rote Kreuz übergeben wurden, ließen sie uns mit dem Gesicht zur Wand antreten und entsicherten ihre Waffen. Du kannst nichts machen, denkst du. Was soll's? Doch das alles war nur ein grausamer Bluff. McNabb und die anderen SAS-Gefangenen durften endlich gehen. Die Bravo-to-Zero-Erfahrung, dass wir das überlebt haben, bringt alles zum Ausdruck, was den Special Air Service ausmacht. Der SAS ist ein Phänomen unter den Eliteeinheiten. Bei der Terrorabwehr ist er für so gut wie jede Situation gerüstet. Sein weit verzweigter Stammbaum spiegelt seine einzigartige Entstehung wider. Bei Einsätzen weit hinter den feindlichen Linien setzt die Truppe schwer bewaffnete Geländefahrzeuge ein. Der Terrorismusgefahr begegnet sie mit der MP5 und anderen Hightech-Waffen sowie mit gründlicher Ausbildung im legendären Killing House. Das Ergebnis ist eine der besten Sondereinsatztruppen der Welt, der britische SAS. Aktenmappe. Und wenn man sie rauszieht, ist das eine unangenehme Überraschung für einen Terroristen. Auf 4 Meter hat die MP5K eine verheerende Wirkung auf eine Wassermelone. Man kann sich vorstellen, was sie bei einem Menschen anrichtet. Die MP5 und ihre Varianten gehören zu den wichtigsten Waffen im Kampf gegen den Terrorismus. So auch bei der Erstürmung der iranischen Botschaft in London. Die SAS-Soldaten wussten, jeder Fehler könnte unschuldige Geiseln das Leben kosten. Als wir im Gebäude waren, wusste ich, dass die Terroristen keine Chance hatten. Der Lärm war fürchterlich. Von überall kamen Schüsse. Gas wirbelte herum und man hörte Schreien und Rufen. Wie in einem Irrenhaus. Jemand stand auf der Treppe, zog sich die Gasmaske beiseite und rief: Macht euch bereit, die Geiseln kommen. Und derselbe Mann rief: Der da ist ein Terrorist, passt auf, der ist ein Terrorist. Und als ich auf seiner Höhe war, sah ich eine Granate. Nur einen kurzen Augenblick. Ich dachte: Himmel, der hat eine Granate in der Hand. Ich konnte nicht auf ihn schießen. Auf kurze Entfernung durchschlägt die MP5 einen menschlichen Körper. Aber ich wusste, dass ich etwas tun, dass ich ihn außer Gefecht setzen musste. Also schlug ich ihn mit dem Kolben. Er rollte die Stufen hinunter und alle schossen. 5 der 6 Terroristen starben durch Kugeln der SAS-Soldaten. Vorher hatten sie noch eine weitere Geisel erschossen und 2 verletzt.
Eine Spezialeinheit, die in ein Gebäude mit bewaffneten Terroristen eindringt, muss diese töten. Die Gefahr, dass die Terroristen die Geiseln töten, ist einfach zu groß. Eine der ersten, die dem SAS für ihren Einsatz dankte, war Premierministerin Margaret Thatcher. Maggie fegte rein wie Caesar in den Senat und sagte: Gentlemen, nichts ist süßer als der Erfolg. Und sie hatten Erfolg. Wir forderten sie auf, mit uns anzustoßen, und genau das hat sie getan. Sie ging rum, stellte uns Fragen und trank eine Dose Lager. Sie war so interessant, sie war wunderbar. Weltweit wurde dieser Erfolg allerdings auch kritisch gesehen. Schließlich gab es mehrere Tote. Wer einer Eliteeinheit beitreten möchte, muss körperlich und mental bis an seine Grenzen gehen. Die Ausbildung ist brutal. Der SAS wählt seine Soldaten aus verschiedenen Bereichen der British Army aus. Den Pionieren, den Fallschirmjägern, den Fernmeldern. Sie alle müssen sich dem rigorosen Auswahlverfahren unterwerfen. Das Auswahlverfahren dauert etwa 7 Monate. Und in der Regel nehmen nie mehr als 200 Mann daran teil. Im ersten Monat geht es nur um die körperliche Ausdauer. Für die meisten Soldaten ist dieser Monat eine extreme Quälerei, ein Kampf ums Überleben. Wir haben eine Durchfallquote von 97%. Manche geben schon nach ein paar Wochen auf, manche sterben auch. Fast jedes Jahr gibt es bei der Ausbildung Tote. Die Ursachen für diese Todesfälle sind extreme Erschöpfung, Unfälle und das Beharren des SAS, während der Ausbildung scharfe Munition zu verwenden. Unsere Übungen müssen realistisch sein, ansonsten wären sie sinnlos. Eliteeinheiten benötigen Soldaten, die nicht in Panik geraten, wenn sie angegriffen werden, die auch in Extremsituationen überlegt reagieren. Dazu werden die Rekruten umfassend an Feuerwaffen ausgebildet, bis sie selbst zu Waffen werden. Die Ausbildung ist das Wichtigste für den Soldaten und wird zu einem Teil seines Lebens. Wenn ich heute eine Waffe in die Hand nehme, ist es, als hätte ich sie nie weggelegt. Für den Kampf auf kurze Distanzen braucht ein Soldat handliche und zuverlässige Waffen. In den Anfängen des SAS war das die Browning HP. Diese Pistole ist ein halbautomatischer 9mm Rückstoßlader. Manchmal wird sie Browning High Power genannt, Hochleistungs-Browning. Sie hat eine sehr hohe Magazinkapazität. Weil sie mit 9mm schießt, ist der Rückstoß gering. Man kann sie also sehr leicht auf das Ziel gerichtet halten. Trotz des Namens High Power hat die Waffe ihre Grenzen. Den 9mm Patronen fehlt es an Durchschlagskraft. Die SAS-Soldaten kompensierten das, indem sie sich nicht auf einen Schuss beschränkten. Innerhalb der britischen Streitkräfte gilt sie als die Beste der Besten. Von der Terrorabwehr im Scheinwerferlicht der Medien bis zu verdeckten Einsätzen. Diese Truppe hat nicht viele Niederlagen einstecken müssen. Gehen wir mehrere Generationen technischer Innovation zurück und sehen uns die Entwicklung dieser wahren Eliteeinheit an. Der SAS. Special Air Service, der SAS, ist die beste Spezialeinheit des Vereinigten Königreichs. Von Angriffen auf nordafrikanische Flugfelder im Zweiten Weltkrieg, über das Ablenken von Scud-Raketen im Irak bis zur Jagd auf Terroristen. Der SAS wird mittlerweile weltweit eingesetzt. Um seine Feinde aus der Nähe anzugreifen, ist der SAS-Soldat mit Blendgranaten, Browning und Sig Sauer-Pistolen und MP5-Maschinenpistolen ausgerüstet. Und um hinter die feindlichen Linien vorzustoßen, verwendet er schwer bewaffnete Land Rover.
Wer wagt, gewinnt, ist das Motto des SAS. Sehen wir uns den Familienstammbaum des SAS an. Und wie seine Kampfeinsätze, eine gründliche Ausbildung im Zimmerkampf und überragende Feuerkraft den Ruf dieser Truppe begründet haben als eine der gefürchtetsten Eliteeinheiten der Welt. Im 21. Jahrhundert verfügen die meisten Staaten über eigene Sondereinsatztruppen. Ihre Aufgaben reichen von Sabotageeinsätzen hinter feindlichen Linien über das Niederschlagen von Aufständen bis zu Geiselbefreiungen. Sie beinhalten Scharfschützen, Extremkletterer und Extremfahrer, Sanitäter, Meister der Kampfkunst und Sprengstoffspezialisten. Sie sind schlagkräftige Einheiten. Aber vor 50 Jahren gab es solche Sondereinsatztruppen noch nicht. Eine wahre Terrorwelle in den 60er und 70er Jahren hat das geändert. Und an vorderster Front der britische SAS. Der SAS sollte in den frühen 60ern Terror verhindern. Wir wussten lange vor München und der Roten Armee-Fraktion, dass wir eine Antiterror-Einheit brauchten. Die Olympischen Sommerspiele in München 1972. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September nimmt 11 Athleten der israelischen Mannschaft als Geiseln. Ein Versuch der unzulänglich ausgerüsteten deutschen Behörden, die Geiseln zu befreien, scheitert. Alle israelischen Sportler, ein deutscher Polizist und 5 Terroristen werden getötet. Die Katastrophe von München führte zur Aufstellung einer Antiterror-Einheit innerhalb des SAS, die im Falle terroristischer Angriffe ständig bereitsteht. Eine solche Truppe muss mit den besten Waffen ausgerüstet sein. Da ist zum einen eine nicht tödliche Waffe. Die Blendgranate macht Terroristen kampfunfähig, ohne die Geiseln zu gefährden. Die Blendgranate erzeugte laute Explosionen und wirklich helles Licht. In ihren Augen haben sie Strukturen, die Zapfen und Stäbchen heißen und Licht aufnehmen und verstärken. Und wenn das hier hochgeht, dann bringt es diese Zapfen und Stäbchen aus der Fassung. Durch das viele Licht wird man buchstäblich blind. Der Knall ist der akustische Anteil. Die Kombination aus beidem, der Blitz und der Knall, bringt die bösen Jungs völlig durcheinander. Mit einem blendenden Blitz von mehreren Millionen Candela Lichtstärke und einem betäubenden Knall von 180 Dezibel, so laut ist ein startender Jet, wird der Feind für entscheidende Sekunden verwirrt. Das kleine Gerät ist die Standardblendgranate der British Army. Wie bei allen Granaten drückt man den Hebel runter und zieht den Stift heraus. Dann wirft man sie. '77 setzte der SAS Blendgranaten bei einem gefährlichen Einsatz ein. Wieder war Deutschland Ziel eines terroristischen Anschlags. Die Lufthansa-Maschine Landshut war von der Volksfront zur Befreiung Palästinas entführt worden. Die deutschen Behörden fürchteten ein zweites München. Ihre Sondereinsatztruppe, die GSG 9, bat die britische Regierung um Unterstützung. Der SAS schickte 2 Männer nach Mogadischu, wo die Maschine endlich gelandet war. Es waren Major Alistair Morrison und Sergeant Barry Davis. Ein Lufthansa-Flugzeug war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt entführt worden. Voller Urlauber, darunter 11 Schönheitsköniginnen. Wir hatten den Plan, das Flugzeug über die Türen zu stürmen. Und zwar hinten und vorne. Denn dann gab es keinen drin. Während die GSG 9 ihren Angriff vorbereitete, trafen die Terroristen Vorkehrungen, die Maschine mit den Passagieren in die Luft zu sprengen. Sie machten die Sprengladungen scharf. Die Passagiere hatten sie mit Strumpfhosen und Krawatten an Händen und Füßen gefesselt und mit Duty-Free-Alkohol übergossen, damit sie schneller brennen. Das taten sie auch mit kleinen Kindern.
Der Anführer der Terroristen, Mathieu Mahmoud, beschuldigte den Piloten, mit den Behörden Kontakt gehabt zu haben. Die Situation eskalierte. Mahmoud sagte, du hast Informationen weitergegeben. Die wissen, wer wir sind. Ja, gab er zu. Mahmoud ließ ihn im Gang niederknien und schoss ihn in den Kopf. Jetzt konnten die Verantwortlichen nicht länger warten. Die GSG 9 und der SAS erhielten grünes Licht, die Maschine zu stürmen. Alistair und ich warfen Blendgranaten. Ich warf eine auf das Cockpit und eine auf das Dach der Maschine. Sie gingen mit einem höllischen Knall los. Das Krachen und die gleißenden Blitze verwirrten die Terroristen für ein paar wichtige Sekunden. Ich drehte mich um und sah, dass die hintere Steuerbordtür offen war und eine Terroristin darin stand. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit einem roten Che Guevara-Logo und jemand schoss auf sie. Sie wurde zurück in die Toilette geschleudert. Der Schütze ging rein und man hörte weitere Schüsse. Wie sich herausstellte, trugen sie alle ihre Uniform, das schwarze T-Shirt mit Che Guevara, was sie zu einfachen Zielen machte. Nach etwa 3 Minuten begann man, die Passagiere nach draußen zu lotsen. Ich half die Geiseln ans Heck der Maschine zu führen, wo die Krankenwagen standen. Alle 86 Geiseln wurden gerettet. Ein Erfolg, den viele auch den Blendgranaten zuschreiben. Es war das erste Mal, dass Blendgranaten eingesetzt wurden und sie funktionierten perfekt. Die Bedrohungen durch Krieg und Terror verändern sich und mit ihnen auch die Rolle des SAS. Aber eine Konstante bleibt, die Notwendigkeit, auf feindlichem Terrain zu operieren. Schnell und heimlich in ein Gebiet eindringen und dort unter widrigen Umständen kämpfen und überleben. Darin ist der SAS ein Meister. Es ist eine gefährliche Arbeit, bei der sich Aufklärungseinheiten tagelang, wenn nicht wochenlang, versteckt halten müssen. Das ganze Konzept des SAS beruht darauf, hinter feindlichen Linien zu operieren. Je weiter hinter den feindlichen Linien, desto besser. Denn die Leute erwarten einen dort nicht. Indem er schnell und überraschend angreift, kann der SAS ein Maximum an Zerstörung verursachen, mit einem Minimum an Männern. Es ist eine Taktik, die der Gründer des SAS entwickelt hat, Lieutenant Colonel David Stirling. Der Zweite Weltkrieg. Stirling und die British Army sind Rommels Afrika-Korps auf den Fersen. Beide Seiten wissen, dass die Lufthoheit über der Wüste für den Ausgang der Schlacht entscheidend ist. Stirling muss die Luftwaffe außer Gefecht setzen. Er setzt auf kleine 4-Mann-Teams in Jeeps, die mit großkalibrigen Waffen ausgerüstet sind. Ihr Auftrag? Die deutschen Luftstützpunkte anzugreifen. Verstreute Ziele aus der Luft zu bombardieren, war im Zweiten Weltkrieg eine Auf-Gut-Glück-Aktion. Einer der Gründe, weshalb der SAS aufgestellt wurde, war, die deutschen Flugplätze anzugreifen. Am Boden hinzufahren und sie zusammenzuschießen, war eine tolle Idee. Und sie machten das sehr gut. Das Fahrzeug, das der SAS für diese Einsätze auswählte, war der legendäre Willys Jeep. Klein, schnell und zuverlässig hatte er den amerikanischen Streitkräften gut gedient. Der SAS hat dieses Fahrzeug für den Einsatz in der Wüste modifiziert. Sie haben hier vorne und auf der anderen Seite Lafetten für 2 Maschinengewehre angebracht. Und etwa auf dieser Höhe und auf der anderen Seite waren ebenfalls Lafetten für Maschinengewehre. Und in der Mitte hatten sie noch eine große Lafette für ein Kaliber 50 Maschinengewehr. Das war viel Feuerkraft, um die deutschen Flugplätze anzugreifen. Mit den schwer bewaffneten Jeeps fuhren die SAS-Teams zu den deutschen Flugfeldern, auf denen die feindlichen Kampfflugzeuge abgestellt waren. Sie griffen direkt an. Sie fuhren mit ihren Jeeps in V-Formation die Rollbahn hinunter und schossen mit ihren Vickers K.
Das Vickers K-Maschinengewehr wurde vor allem als Bordwaffe für britische Kampfflugzeuge entwickelt. Mit etwa 1000 Schuss pro Minute war seine Feuerkraft groß genug, um Flugzeuge abzuschießen. Aber um Bodenziele gründlich zu zerstören, musste die verwendete Munition modifiziert werden. Tragflächen und Rumpf zu durchlöchern genügte nicht. Die deutschen Flugzeuge sollten nie wieder starten können. Bleiprojektile können Löcher in ein Flugzeug schlagen. Aber sie verwendeten sogenannte Buckingham-Patronen, die im Ersten Weltkrieg entwickelt wurden, um Luftschiffe abzuschießen. Es waren explosive Geschosse. Erfunden hat sie der britische Autokonstrukteur J.F. Buckingham. Die Patrone enthielt einen Phosphorbrandsatz, der durch ein kleines Loch entweichen konnte und sich im Kontakt mit der Luft entzündete. Mit dieser explosiven Munition konnte der SAS der Luftwaffe schweren Schaden zufügen. Die SAS packte einen Jeep, die Vickers K, mit Buckingham-Munition und gut ausgebildete Soldaten zusammen und griff damit die deutsche Luftwaffe in Nordafrika sehr wirkungsvoll an. Der SAS zerstörte am Boden mehr Flugzeuge als die Air Force in der Luft. Tatsächlich zerstörte der SAS über 200 deutsche Kampfflugzeuge und damit auch Rommels Traum von der deutschen Luftüberlegenheit. Den ganzen Zweiten Weltkrieg übersetzte der SAS auf den Willys Jeep, um schnell und flexibel anzugreifen. Doch danach stieg er bald auf ein neu entwickeltes Fahrzeug um, den britischen Land Rover. Der Land Rover ist zwar schwerer und weniger wendig als der Willys Jeep, aber auch robuster. Und er kann mehr Nutzlast mit sich führen. Land Rover baut ein sehr gutes Vierradantriebfahrzeug. Es ist sehr zuverlässig und gut zu reparieren. Deshalb mag es der SAS. Wir packen ihn voll mit Benzin und Munition und fahren los. Und er läuft. Ein guter Wagen. Die Elektrik ist nicht gut und er verliert Öl. Aber ansonsten ist es ein toller Wagen. 1968 passte der SAS den Land Rover für Wüsteneinsätze an. In 4 Tanks konnten über 400 Liter Treibstoff mitgeführt werden. Dazu kamen robustere Fahrgestelle und Federungen sowie Sandreifen. Um Gewicht zu sparen, wurden die Türen und Windschutzscheiben entfernt. Und die Wagen bekamen einen ungewöhnlichen Anstrich. Pink Panther ist ein toller Spitzname für diesen modifizierten Land Rover. Seine pinke Tarnfarbe ist in der Wüste sehr wirksam. Pink absorbiert Licht und nachts ist dieses pinke Fahrzeug unsichtbar. Die Farbe heißt Mountbatten Pink. Die pinke Tarnfarbe wurde im Zweiten Weltkrieg für britische Kriegsschiffe entwickelt. Admiral Louis Mountbatten mischte Mittelgrau und Venezianisch-Rot zu Mountbatten Pink. Er war davon überzeugt, dass sie seine Zerstörer effektiv tarnt. Das Problem war, dass die Seeleute nicht auf pinken Schiffen fahren wollten. Und deshalb gaben sie es auf. Aber nachts ist es eine sehr gute Tarnfarbe. Beim SAS scheint der Pink Panther die Männlichkeit nicht in Frage zu stellen. Die Truppe setzt den Land Rover auch heute noch in Wüstenkriegszonen ein, wie in Afghanistan. 1980 betrat ein 6-köpfiges irakisches Terrorkommando die iranische Botschaft in London. Die Männer, die sich Democratic Revolutionary Movement for the Liberation of Arabistan nannten, nahmen 26 Geiseln und verlangten die Freilassung von 91 Gesinnungsgenossen in iranischen Gefängnissen. Der SAS wurde sofort nach London gerufen. Der Codename der Mission war Operation Nimrod. Die Operationsbasis war das Gebäude neben der Botschaft, Princess Gate Nr. 14. Mit im Team war SAS-Soldat Pete Winner. Von der Nummer 14 aus konnten wir die Botschaft mit technischen Mitteln überwachen. Mit Abhörgeräten und Lichtleitfasern. Und das ganze Gebäude war bald verwanzt.
Überwachung ist ein wichtiger Teil eines jeden SAS-Einsatzes. Stunden, Tage, manchmal wochenlang wird der Feind beobachtet und abgehört. Unter der Ausrüstung, die in der Botschaft zum Einsatz kam, waren auch Minikameras, die durch ein Loch in der Wand geschoben wurden. Damit die Terroristen nichts hörten, wurden Flüge vom Heathrow Airport umgelenkt. Der Fluglärm überdeckte, was am Boden vor sich ging. Die SAS-Soldaten machten sich mit den Plänen der Botschaft vertraut. Sie mussten jedes Zimmer kennen, jedes Fenster, jede Tür. Die Abmessungen der Räume wurden aus den Plänen ermittelt und mit weißem Klebeband auf den Boden übertragen. Der Commander gibt den Befehl. Du betrittst einen Raum und schaust dich um. So bekommst du eine Vorstellung davon, wo alle sind und was passiert, und zwar in Zeitlupe, wie im Spiel. Sie sind den Plan immer wieder durchgegangen, bis ihn alle verinnerlicht hatten. Nicht nur ihre Aufgabe, sondern die Aufgaben aller. The sixth day of the siege and the situation inside the embassy had deteriorated rapidly. Die Terroristen, vor allem ihr Anführer Salim, wurden nervös. Wir hatten das Gefühl, dass die Situation zu entgleisen drohte. Und das tat sie auch. Wir hörten einen Schuss und Salim teilte uns mit, dass er eine Geisel getötet hatte. Margaret Thatcher reagierte sofort und gab dem SAS grünes Licht, die Botschaft zu stürmen. Da war er, der Befehl reinzugehen. Die Teams legten ihre Anzüge, Stiefel und schusssicheren Westen an und überprüften ihre Waffen. Entscheidend für den Erfolg der Aktion würde es sein, wie die Truppe in das Gebäude gelangt. Dieser Eintritt musste schnell und überraschend erfolgen. Und der SAS hatte dafür die geeignete Methode. Das ist eine neue Rahmenladung, die im Grunde aus gepresstem Papier besteht, sodass der Soldat in der Nähe bleiben kann. Man lehnt sie an die Wand und stützt sie ab. Auch die Stütze ist aus Papier. Die Explosion ist vor allem nach vorn gerichtet. Der Soldat kann in 2 Meter Entfernung stehen bleiben, wenn die Ladung hochgeht. Mai 1980, 19 Uhr. Die Rahmenladungen waren am Botschaftsgebäude angebracht. Die Männer des SAS hatten ihre Positionen eingenommen. Wir bekamen das Codewort London Bridge um 19.25 Uhr, was bedeutete, dass es losging. Jetzt würde sich zeigen, ob die Aktion richtig geplant und genügend vorbereitet war. Die Männer seilten sich ab. Die Rahmenladungen sprengten die Fenster raus und sie gingen rein. Manche von uns sagen, dass SAS für Speed, Aggression and Surprise steht. Und bei der Belagerung der Botschaft gingen wir genauso vor. Schnelligkeit, Aggressivität und Überraschung. Die Rahmenladungen hatten den SAS-Soldaten den Weg freigesprengt. Gleich würden sie gegen die Terroristen kämpfen müssen. Die Waffe, die der SAS für solche Einsätze bevorzugt, ist die deutsche MP5-Maschinenpistole. 1964 von Heckler und Koch entwickelt, wird sie von den meisten Sondereinsatztruppen verwendet. Die MP5 ist eine sehr gute Waffe für Geiselbefreiungen, weil sie aufschießend ist. Im Gegensatz zu vielen anderen zuschießenden Maschinenpistolen. Bei den zuschießenden ist der Verschluss so geöffnet. Und wenn man sie dann abfeuert, schließt sich der Verschluss und die Waffe ruckt. Diese hier dagegen feuert mit geschlossenem Verschluss. Und sehr ruhig. Sie ist klein, mit einer hohen Schussrate. Ein Rückstoß ist kaum vorhanden. Man kann damit gut automatisch feuern. Schnelle 5 Schusssalven. Und genau das will man haben. Denn damit muss man Menschen töten.
Larry Vickers hat die MP5 in seiner Zeit bei den US Special Forces kennen und schätzen gelernt. Wie man sieht, sind die Kopfschüsse sehr genau platziert. Und auch diese Körperschüsse. Es sind alles kurze Salven, liegen in einem handflächengroßen Bereich. Eine extrem präzise und gut kontrollierbare Waffe. Und deshalb benutzen sie Einheiten wie der SAS. Da in den 1980er Jahren der Terrorismus zunehmend an Boden gewann, bereiteten sich auf der ganzen Welt Sondereinsatztruppen auf das Schlimmste vor. In Großbritannien war der SAS davon überzeugt, dass die Truppe ihre Waffen brauchen würde. Die MP5 ist handlich und gut zu kontrollieren und in ihrer kurzen Version, der MP5K, klein genug, um sie zu verstecken. Ich habe hier zwei Heckler & Koch MP5-Maschinenpistolen. Das ist das Standard und das hier ist das K-Modell, wobei K für kurz steht. Wie Sie sehen, ist sie sehr kompakt und gut zu verstecken. Sie passt unter einen Mantel